Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, man kann mich hören zur heutigen Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden. Wir freuen uns, dass Sie alle hier im Raum gekommen sind. Mit Abstandsregeln haben wir uns positioniert. In besonderen Zeiten gibt es besondere Maßnahmen. Wir begrüßen auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream zu Hause zur Vorstellung unseres neuen Sportgeschäftsführers Ralf Becker. Ganz herzlich willkommen in der Dynamo-Familie. Hier vorne auf dem Podium darf ich zudem den Aufsichtsratsvorsitzenden des Vereins Jens Heinig begrüßen und den Gremienkollegen und Teil der Arbeitsgruppe zur Findung des neuen Sportgeschäftsführers Michael Ziegenbalg. Die erste Frage, Herr Heinig, geht an Jens, wir haben uns aufs Du geeinigt, geht an dich. Du hast zusammen mit deinen Gremienkollegen dafür gesorgt, dass es einen nahtlosen Übergang auf einer sehr wichtigen Position im Verein gibt, und zwar auf der des Sportgeschäftsführers. Kannst du kurz ausführen, warum es letztlich den Ausschlag für Ralf Becker gab und was ihn sozusagen dazu befähigt, Dynamo Dresden sportlich in eine erfolgreiche Zukunft zu führen? So, ich hoffe, das funktioniert hier. Ja, also wenn ich es ganz kurz beantworten soll, dann wäre die Antwort, weil er unserer Meinung nach der Beste war. So kurz könnte man das beantworten, aber ist vielleicht etwas kurz gesprungen. Wir müssen sagen, und Michael Ziegenbalg wird das dann sicher auch nochmal erläutern, wir waren erstaunt über die Qualität der Bewerbung. Wir haben ja schon mehrere solche Prozesse durchgeführt und so eine Qualität an Bewerbung haben wir noch nie gehabt. Wir hatten am Ende dann zwei Kandidaten, und die beide auf sehr hohem Niveau waren, unserer Meinung nach, haben uns aber dann für Ralf Becker entschieden, weil er unserer Meinung nach in der Situation, wie wir uns jetzt befinden, mit Abstieg, Neuanfang, Wiederaufbau, einfach uns mehr überzeugt hat. Muss man offen sagen, er hat in seiner Historie bewiesen, dass er da sehr erfolgreich so einen Neuanfang gestalten kann. Und wir waren einfach überzeugt davon, er ist der Richtige für den Verein, er passt hierher. Mit ihm gehen wir das an und werden hoffentlich auch erfolgreich das umsetzen können. Beim Aufsichtsrat und wechseln auf die andere Seite zu Michael Ziegenbalg. Michael, hinter dir und deinen Gremienkolleginnen und Kollegen liegen anstrengende Tage im Ehrenamt. Ihr habt viel geleistet bei der Suche eines neuen Sportgeschäftsführers für den Verein. Gewähr uns doch mal bitte einen Einblick in das Auswahlverfahren. Nach welchen Kriterien habt ihr entschieden und wer gehörte neben dir zur Arbeitsgruppe zur Findung des neuen Sportgeschäftsführers im Aufsichtsrat? Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer und alle in der Runde. Für mich ist es heute eine absolute Premiere, hier sitzen zu dürfen. Ich würde ganz gerne voranstellen, mich auch zu bedanken bei Ralf Minge für die geleistete Zusammenarbeit, auch gerade mit mir in den letzten 3,5 Jahren, der für die ganzen Umlaufverfahren im sportlichen Bereich und so weiter zuständig war. Ein großes Dankeschön an Ralf. Und gleichwohl freue ich mich natürlich, dass wir heute mit Ralf Becker den Nachfolger vorstellen können. Wie es der Henry bereits schon richtig gesagt hat, die letzten Monate waren sehr arbeitsintensiv, sehr zeitintensiv. Und das gilt auch für meine Mitstreiter in der Arbeitsgruppe. Unser stellvertretender Vorsitzender Thomas Kuhnert war Teil der Arbeitsgruppe, Dixi Dörner und Jens Hickmann. Und man muss einfach sagen, dass der Jens Heinig hat mir das ein kleines bisschen vorweggenommen, dass wir mit der Ausschreibung, die auf unserer Homepage online gestellt wurde, eine Vielzahl an Bewerbungen erhalten haben. Und man muss sagen, die Bewerbungen gingen von Deutschland über Amerika bis nach Südafrika. Also man hat gesehen, was Dynamo Dresden für eine Strahlkraft in die ganze Welt hat. Das war unglaublich und lässt einen natürlich schon gerade mit Blick auf das Bewerberfeld schon mit Stolz zurückblicken, zu sagen, was Dynamo Dresden mittlerweile für einen Stellenwert hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Ja, was ganz wichtig ist, wir haben schlussendlich dann im Bewerbungsprozess, wir haben den sehr stringent durchgeführt, sehr transparent, also auch mit allen Kandidaten. Das haben wir auch zurückgespiegelt bekommen von denen, die es am Ende dann auch nicht geworden sind, die sich bei uns bedankt haben. Und wir sind dann mit zwei Kandidaten, wie es Heinrich schon sagt, in den Aufsichtsrat gegangen. An unserer Aufsichtsratssitzung ist ja bekannt, dass die weiteren Gremienvorsitzenden, also Präsidium, Ehrenrat, Jugendrat auch teilnehmen können. Wir haben dann eine Vorstellungsrunde den beiden Kandidaten gewährleistet und dann eine Fragerunde. Und da muss man sagen, das haben auch die Gremienvorsitzenden sehr gut genutzt.
Das heißt also, es konnte sich auch über alle Gremien unseres Vereins ein Bild über Herrn Becker machen und schlussendlich wurde sich einstimmig für Herrn Becker entschieden. Und ja, wir haben den Auswahlprozess vielleicht nochmal kurz so gestaltet, dass wir mit allen Kandidaten, die bei uns vor Ort in Dresden waren, also wir haben persönliche Gespräche geführt, wir haben in Zeiten der Corona-Krise ja zum Usus gewordenen Videokonferenzen gemacht. Und man muss sagen, wir haben dann als Aufsichtsrat eine kleine Präsentation vorbereitet, dass wir unseren Verein vorgestellt haben. Also was sind aktuelle Themen, was sind Projekte, Trainingszentrum, Digitalisierung, Strategie, Struktur und haben natürlich auch einen besonderen Fokus auf den Nachwuchs gelegt, sodass also alle Kandidaten, die da waren, auch wussten, wie sieht unser Kader in der zweiten Liga aus, wie sieht unser Kader in der dritten Liga aus und was ist zu tun. Ja, und zum Abschluss bin ich natürlich sehr froh, dass wir heute hier mit Ralf Becker sitzen können, ihn als unseren neuen sportlichen Geschäftsführer vorstellen können. Und ja, wir wünschen uns allen viel Glück, das nötige Quäntchen Glück, was wir brauchen, um den größtmöglichen Erfolg zu erreichen. Und ja, vielen Dank. Michael, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Heute beginnt eine neue Zeitrechnung bei Dynamo Dresden am 1. Juli 2020 und das liegt an dir. Herzlich willkommen nochmal, Ralf Becker, in Fußball-Elb Florenz. Konntest du dir schon von Verein, Stadt, den Mitarbeitern einen ersten Eindruck verschaffen? Und mit welcher Erwartungshaltung trittst du das Amt des Sportgeschäftsführers bei der SG Dynamo Dresden an? Also von mir auch erstmal ein Hallo an die Runde. Ich glaube, das ist hier Premiere. Wir haben mal Journalisten hier. Also es ist sehr schön, dass man heute quasi meine Premiere, ihr seid auch wieder da. Also es ist gut, dass man auch mal gleich mal Gesichter sieht. Ja, gestern angereist, dann natürlich erstmal interne Gespräche gehabt, mit dem Trainer mich lang ausgetauscht, mit meinem Geschäftsführerkollege ausgetauscht, schon mit dem Christian Walter, schon die ganzen Tage einfach die ganze Situation analysiert. Heute Morgen dann an der Geschäftsschwelle kurz Hallo gesagt, mich den Leuten vorgestellt. Danach sind wir zu der Nachwuchs gefahren, haben uns da vorgestellt, habe dann das neue Trainingszentrum mir angeschaut. Also ich habe heute den Tag oder den Vormittag genutzt, um mir einfach mal ein Bild von den Gegebenheiten zu machen und klar, ist auch kein Geheimnis, muss man ja sagen, dass wir da einen kleinen Palast hingestellt haben. Also die Bedingungen für die Mannschaft, für die Jugendmannschaften, für die höheren Jugendmannschaften, für die Profis, die sind außerordentlich gut. Ich freue mich total, heute hier zu sitzen. Wir hatten von Anfang an, würde ich sagen, sehr, sehr offene und gute Gespräche. Ich muss ja fast so ein bisschen hier auf die Bremse drücken, wenn ich sag mal, so viel Lob dann gleich am Anfang mitbekomme, weil wir werden hier ganz, ganz viel Arbeit und ganz viel investieren müssen, um aus dieser Situation, die wir jetzt haben, einfach wieder mittel- und langfristig einfach wieder Erfolg zu haben. Also ich sag mal, die Infrastruktur ist sehr gut. Ich finde den Verein, ist auch kein Geheimnis, der Name Dynamo Dresden, unabhängig von der Liga, ist eine ganz große Nummer in Deutschland und auch international. Ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat, dass ich heute hier sitzen kann. Freue mich auf die Arbeit. Und wir wissen, dass jetzt die nächsten Wochen und Monate da richtig, richtig geklotzt werden muss, um gut zu arbeiten, um das Maximale jetzt zu machen, um uns gut aufzustellen. Da ist natürlich ganz zentral jetzt die Kaderplanung für die erste Mannschaft. Dem wird jetzt erstmal allen untergeordnet. Und die Sache, die gehen wir dann nach der Pressekonferenz gehen wir dann an. Vielen Dank. Ralf, ganz herzlichen Dank auch dir für dein Eingangsstatement. Schon jetzt ganz, ganz viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe. Für die Zuschauerinnen daheim kann ich ja verraten, dass auch im Raum unser Präsident ist, Holger Scholze, und aus dem Aufsichtsrat Jens Hiekmann und Thomas Kunert und der kaufmännische Geschäftsführer ist auch hier und wohnen der Pressekonferenz bei. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Dann komme ich mit dem Mikrofonstab zu euch und die erste Frage kommt von Patrick Franz, Bild Dresden. Erstmal auch herzlich willkommen in Dresden. Dazu natürlich viel Erfolg und Glück für die Aufgabe hier. Erste Frage wäre vielleicht einfach, wie haben Sie haben es ja garantiert den Medien entnommen, diese Fanfeier am Sonntag nach dem Abstieg, wie haben Sie die mit aufgenommen? Was waren da Ihre ersten Gedanken dazu? Die Mannschaft ist ja abgestiegen und trotzdem diese Emotionen. Ja, das ist mir natürlich dann direkt dann zugeschickt worden, die Bilder, und das spricht natürlich auch irgendwie für den Verein. Also ich kenne ja Dresden, aber noch nicht als Geschäftsführer, als Mitarbeiter, aber ich weiß einfach, und das zeigt auch diese Situation, wie außergewöhnlich hier die Situation ist. Du hast eigentlich einen Tag, der eher
eher nicht zum Feiern zumute ist, aber ich glaube, die Fans haben einfach auch registriert, dass es irgendwo auch nicht ganz fair war, dieser Ablauf, und es wurde auch honoriert. Also es wurde einfach honoriert, auch wenn die Leistungen in den letzten Spielen, das weiß auch jeder, aufgrund der körperlichen Voraussetzungen, nicht immer so war, wie man sich das gewünscht hat, aber es wurde einfach honoriert, dass die Ausgangssituation schwierig war, dass da eine Truppe auf dem Platz stand, dass da Leute auf dem Platz standen, dass alle alles versucht haben. Und am Ende hat man es nicht gepackt, aber jeder hat gesehen, alle haben alles versucht. Und ich glaube, das ist auch sowas, das steht auch für diesen Verein. Auf der einen Seite wollen wir alle Erfolg haben. Also wir sind alle im Leistungssport und wollen alle den maximalen Erfolg haben. Aber es gibt einfach auch noch Vereine, die haben vielleicht dann noch andere Werte und andere Muster. Und das spricht für Dynamo Dresden, das zeichnet diesen Verein auch aus. So, die nächste Frage kommt von Jens Umbreit, Radio Dresden. Herr Becker, herzlich willkommen in Dresden. Viel Erfolg für Ihre Arbeit. Sie haben in einem Interview gesagt, um Erfolg zu haben, braucht man Kontinuität und einen Plan. Können Sie uns ein bisschen Einblick gewähren in Ihren Plan? Und ja, der Verein gehört natürlich in eine andere Liga als in die dritte Liga. Ist das ein Einjahresplan, ein Dreijahresplan? Oder sieht das einen längeren Zeitpunkt aus? Also der erste Schritt, und das war mir, kann ich ja mal so vorwegnehmen, das war mir wichtig, wir haben ja einen Zweijahresvertrag abgeschlossen, und das war letztendlich auch mein Wunsch. Diese Laufzeit ist einfach bedingt dadurch, dass wir durch den Abstieg, also wir reden über Plan, wir reden über Konzept. Konzept bedeutet dann auch zu analysieren. Da sollte man natürlich auch nicht den Fehler machen, zu erwarten, dass in 4 Wochen irgendwie alle Dinge, die man vielleicht feststellt oder die man vielleicht ändern möchte, dass die zu ändern sind. Also Fußball ist ein ganz schnelllebiges Geschäft, das weiß jeder von euch. Also über Zeit zu reden ist ein schwieriges Thema, aber grundsätzlich glaube ich, sind wir durch diese 2 Jahre, das soll dann schon mal ausdrücken, was wir auf jeden Fall in diesen 2 Jahren erreichen wollen. Und das habe ich auch ganz klar gesagt. Wir sind nächstes Jahr extrem ehrgeizig. Wir werden alles machen, die maximal beste Mannschaft zu haben. Wir wollen, wenn es geht, so viele Spiele wie möglich gewinnen. Aber wir wollen, und das war auch ein Teil, so habe ich mich auch präsentiert, allerspätestens und deswegen auch die 2 Jahre, dann wieder ein Zweitligaverein sein. Und von dem her, ich würde sehr gerne hier länger arbeiten wie 2 Jahre, aber trotzdem finde ich es wichtig, und so habe ich auch das bei meinen anderen Vereinen immer gehalten, man muss sich Ziele setzen, und die kann man auch definieren über Vertragslaufzeiten, und das haben wir einfach auch in dieser Geschichte versucht. Das nächste Handzeichen kam von Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, Herr Becker. Wir wissen, dass Sie einige Personen, die hier arbeiten, schon etwas kennen. Vielleicht können Sie was dazu sagen, wie eng Ihre Schnittmengen in der Vergangenheit waren zu Markus Kautschinski, aber auch Heiko Scholz kennen Sie ja persönlich und vielleicht den einen oder anderen noch mehr. Also bleiben wir mal bei den beiden. Gut, den Heiko, den kenne ich, da bin ich 1993 als ein kleiner Rookie von der TSV Ditzing zu Bayer Leverkusen gewechselt. Da war Heiko schon da mit Ulf Kirsten und so. Das war dann gerade Pokalsieger geworden. Da war ich natürlich der Junge, der erstmal ein bisschen hochgeschaut hat zur großen Fußballwelt, weil Heiko war ja wirklich ein herausragender Bundesligaspieler, hat eine tolle Karriere gemacht. Also da haben wir uns gefühlt nicht so ganz auf Augenhöhe begegnet, aber es war eine gute Zeit, man konnte viel lernen von den beiden. Und Markus, ja, beim KSC, ich erst als Spieler, dann als Co-Trainer und Markus als Jugendtrainer, hatten schon immer einen Kontakt. Das war nicht so, dass wir da jetzt zusammen mal eine Mannschaft hatten oder zusammen dann irgendwo täglichen Austausch. Aber wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir uns gesehen haben, wenn wir uns ein bisschen über Fußball austauschen konnten. Und die Grundstimmung, ich glaube, das ist ganz wichtig, die ist sehr, sehr positiv. Also wir haben uns, als wir uns gestern gesehen haben, auf jeden Fall, glaube ich, war das für beide einfach schön, dass wir jetzt hier sitzen, dass wir das jetzt gemeinsam anpacken können, dass wir wissen, was das für eine fantastische Aufgabe ist, und dass wir aber wissen, wie viel Arbeit auf uns zukommt. Und von dem her ist es sicherlich jetzt nicht vom Nachteil, wenn man sich schon im Vorfeld kennt und da auch ein gutes Gefühl dann füreinander hat. Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Ich komme mal gelaufen. Ja. Hallo, Herr Becker. Sie haben schon das Wort analysieren angesprochen. Wie fällt Ihre Fernanalyse aus? Sie haben sich ja mit Dynamo sicherlich jetzt nicht erst seit einer halben Woche befasst, sondern schon etwas länger. Wie weit konnte man von außen da was wahrnehmen? Und wie weit geht Ihre Analyse jetzt zurück? Und muss sie zurückgehen, ohne dass der Blick nach vorne ist ja auch genauso wichtig, haben Sie ja gerade gesagt, Fokus Kaderplanung. Also wir sind jetzt schon noch in der Phase, und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir die Saison ist beendet und wir sind eigentlich abgestiegen.
Aber trotzdem ist halt einfach mal Tatsache, dass es nach einer nicht so guten Vorrunde, das kann die Tabelle, zeigt die Tabelle, dass es da eine Winterpause gab, dass man dann aus dieser Winterpause sehr gut rausgekommen ist, dass man dann sehr gut gepunktet hat. Ich glaube, dann auch in der Tabelle nach der Winterpause auf dem 6. Platz stand. Es ist im Fußball immer ein bisschen schwierig, über Wahrscheinlichkeiten zu reden. Aber ich denke einfach mal, und ich glaube, da sind sich ganz viele einig, da muss man jetzt nicht unbedingt die Dynamo-Brille aufhaben, sondern das kann jeder Fußballer aus dem Gefühl sagen. Der Weg war, oder das Gefühl war einfach so, wenn es normal weitergegangen wäre, wären wir heute noch ein Zweitligaverein. Und von dem her ist die Analyse so, dass wir jetzt die Tage auch nochmal schauen, wie man mit Situationen umgeht. Ich finde auch, und ich glaube, da habe ich vielleicht eine gewisse Chance, weil ich hier neu bin, weil ich jetzt auch die letzten Wochen und Monate nicht dabei war. Ich bin auch nicht irgendwie so belastet mit irgendwas, aber mein normaler Menschenverstand sagt mir ganz einfach, dass ich erstens mal die Arbeit von der DFL, das möchte ich auch mal klarstellen, sehr, sehr gut fand. Ich finde, die haben das sehr gut gemacht, dass sie alle 36 Vereine erstmal hinter das große Ziel gebracht haben, die Liga zu Ende zu spielen. Aber was ich mir einfach wünschen würde, und das kommt mir meiner Meinung nach so ein bisschen zu kurz, nachdem dann dieses Ziel erreicht worden ist und der Fußball letztendlich aus dieser schwierigen Situation herauskam, auch mal so die Gerechtigkeitsfrage gestellt wird. Und das wäre mir jetzt einfach wichtig und wir tun das ja, sag mal, so nochmal prüfen, aber die Diskussion hätte ich halt einfach auch nochmal gern, weil wir leben gerade weg vom Fußball in einer Zeit, die sehr, sehr unruhig ist, allgemein unruhig ist und wir reden immer über Fairness und Gerechtigkeit. Und wir fühlen uns einfach nicht gerecht behandelt. Und die Diskussion, ich glaube, die sollte man dann nochmal irgendwo, würde mich auch mal freuen, wenn vielleicht auch der eine oder andere dann nochmal so eine Diskussion aufnimmt, weil gerecht war es nicht. Patrick Franz, Bild Dresden, mit der nächsten Frage. Das würde ja bedeuten, Sie hoffen schon irgendwie noch darauf, dass die DFL noch auf die Idee kommt, im Nachhinein den Abstieg auszusetzen, weil das wäre ja dann die einzige jetzt noch mögliche Chance, Gerechtigkeit herzustellen. Also Gerechtigkeit wäre für mich einfach in diesem Fall die Liga aufzustocken. Also wir können natürlich jetzt nicht als Dynamo Dresden, das gehört natürlich auch zum Teil der Gerechtigkeit, wir sind ja nicht alleine oft von der Tabelle jetzt abgestiegen, sondern es gibt ja noch einen anderen Absteiger und da kann man natürlich jetzt nicht irgendwie, gerecht wäre einfach, es haben alle gemeinsam gepackt, alle 36 Vereine haben diese Saison zu Ende gespielt. Und man sollte auf jeden Fall mal drüber nachdenken oder man sollte auf jeden Fall das mal diskutieren. Und das ist mir einfach wichtig. Ich habe immer das Gefühl, das wird natürlich aus unserer Sicht, aus unserer Brille, aber ich hätte einfach mal gerne so eine allgemeine sportliche Diskussion, vielleicht auch mal von dem einen oder anderen, der eine hohe Aussagekraft hat im Fußball, wo man auch zuhört, weil wir wollen das abhaken und wir werden auch akzeptieren, wenn wir nächstes Jahr ein Drittligaverein sind. Und wir werden ja auch jetzt nicht hier die nächsten Wochen dieses Thema machen, aber man sollte schon nochmal eine gewisse Zeit, die nächsten 1-2 Wochen die Sachen angehen, um da einfach dieses Thema nochmal aufzutun, weil es war, in meinem Empfinden, war das einfach keine gerechte Voraussetzung, es war nicht gerecht. Weitere Fragen? Ich bleib direkt mal hier, komme dann zu dir. Lukas Böhme vom Kicker. Von mir auch nochmal. Hallo, Herr Becker in Dresden. Der Kollege Meyer hat es gerade schon angeschnitten. Ich würde da gerne nochmal nachhaken wollen. Thema war Analyse und Kader. Was für einen Kader möchten Sie nächstes Jahr hier oder nächste Saison hier in Dresden sehen? Was für Eigenschaften muss er mitbringen? Er muss halt zu uns passen. Also wenn ich Dresden wahrnehme, dann sehe ich da ein fantastisches Stadion, super Fans, gute Atmosphäre. Dann brauche ich auf dem Platz auf jeden Fall eine Mannschaft, die ausstrahlt, die kann auch verlieren, die wird auch verlieren, aber die muss einfach ausstrahlen, dass sie wissen, für welchen Verein sie spielen und diese Leidenschaft, die muss er einfach auf den Platz bringen. Das sagt natürlich, das sind natürlich immer so schöne Sätze, das wird wahrscheinlich jeder sagen, aber grundsätzlich ist uns wichtig, wir wollen einfach Persönlichkeiten nächstes Jahr in der Truppe haben. Wir wollen durchaus vielleicht auch mal ein paar emotionale Typen bringen, die diesen Verein auch auf dem Platz dann irgendwo spiegeln. Wir wollen auch die eigene Jugend fördern, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, ist auch angesprochen worden. Das kann man nicht alles zu schnell machen, aber die Jugend hat hier einen ganz wichtigen Baustein, was ich auch gut finde. Ja, also ich glaube einfach, wir brauchen wieder eine gute Struktur, die setzt sich aus verschiedenen Typen zusammen. Wir brauchen Achsenspieler, wir brauchen Gesichter nach außen und dabei haben wir jetzt genug dann zu tun, die richtigen Leute in den nächsten Wochen zu finden. Jens Umbreit, Radio Dresden. Kaderplanung wäre auch nochmal mein Thema.
viele Verträge laufen aus, viele Spieler waren ausgeliehen oder Verträge gelten nicht für die dritte Liga. Wie handhaben Sie das mit den Spielern, die jetzt eigentlich mit dem heutigen Tag keinen Vertrag mehr haben oder ausgeliehen waren? Führen Sie da trotzdem Gespräche? Ist das unterschiedlich? Einige Spieler haben sich ja auch über die sozialen Medien schon aus Dresden verabschiedet. Lohnt da überhaupt noch ein Gespräch? Also da bitte ich natürlich, heute ist mein erster Arbeitstag. Also wir sitzen, wir haben den Austausch schon die letzten Tage, aber da muss man auch jetzt, das ist einfach so, wie es ist, man muss auch ein bisschen Geduld haben. Wir versuchen allen gegenüber gerecht und fair zu sein. Fakt ist, die Verträge, die ausgelaufen sind, die sind ausgelaufen. Wir werden sicherlich uns Gedanken machen, ob man den einen oder anderen vielleicht nächstes Jahr noch dabei hält, aber das können wir, also da würde ich jetzt hier über, das würde dann ein bisschen schnell sein, die Antwort jetzt. Also wir werden das relativ schnell angehen und dann werden wir auch die Gespräche führen. So, ich streue mal kurz eine Frage von einem Kollegen daheim ein. Uwe Storberg, Sachs, das Stadtmagazin. Über den Spieler Godspay Donjo wurde gemeldet, dass er gern geblieben wäre in Dresden, aber als Nicht-EU-Bürger nicht spielberechtigt ist für die dritte Liga. Ist diese Regelung aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß? Die Frage geht an dich, Ralf. Also würde ich, sagen wir mal, vielleicht aus persönlicher Sicht sagen, dass die Regelung nicht mehr zeitgemäß ist, weil wir ja eigentlich da einen sehr guten Spieler hatten, den wir auch gerne behalten würden. Aber kann ich so und will ich auch jetzt nicht irgendwie, muss man sich mal grundsätzlich Gedanken machen. Die Regel gibt es einfach und von dem her wird man sich da schon was dabei gedacht haben und es ist dann halt so, wie es ist. Jochen Heimer, Dresdner Neueste Nachrichten. Es ist dieses Jahr natürlich sehr schwer, Budgets zu planen. Inwieweit haben Sie denn einen Eckplan vom Verein bekommen, dass Sie eine Planungsgröße haben, was kann ich für Spieler ausgeben? Ich glaube, das haben wir auch ganz offen angesprochen, dass wir, das ist ja auch ein Teil des, also ich sage jetzt nicht ein Problem, sondern es ist einfach dem Verein, der Geschäftsführung der letzten Jahre zu verdanken, dass dieser Verein ja echt sehr, sehr gesund aufgestellt ist. Aber uns ist auch klar, und da bin ich auch total dabei, dass wir jetzt nicht, falls es dann mit dem Abstieg so sein sollte, dass wir dann hier nicht alles auf eine Karte setzen. Das wäre total der falsche Weg. Also die dritte Liga, wir werden auch nächstes Jahr, wenn es die dritte Liga sein sollte, werden wir hier nicht in einer anderen Sphäre sein wie alle anderen. Wir werden ein gut aufgestellter Verein sein, wir werden da gut mithalten können, aber da gibt es auch andere Vereine, die bewegen sich in unserer Größenordnung. Da müssen wir halt besser sein, da müssen wir halt schauen, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Wir werden aber sicherlich nicht so arbeiten und das hat mir der Aufsichtsrat so gesagt und da bin ich auch total dabei, weil im Fußball gibt es immer Phasen oder so, wo es Misserfolg gibt. Es wären Fehler, diese gute, auf jeden Fall wirtschaftliche Arbeit in den letzten Jahren, jetzt in einem Jahr, sagen wir mal, das ganze Ersparte rauszahlen, zu sagen, hopp oder top, also den Weg. Ich weiß, dass ich an sportlichen Ergebnissen müssen wir, das weiß ich. Ich weiß, dass die Bilanz weniger mit mir festgemacht wird, sondern mit mir wird festgemacht, was da unten auf dem Platz passiert. Aber da bin ich total dabei. Das finde ich auch nicht, das wäre auch nicht vernünftig, also hier das Hop oder Top denken. Die nächste Frage kommt aus der Tiefe des Raums von Uwe Karte vom Mitteldeutschen Rundfunk. Hallo, Herr Becker. Da das Ihr erster Tag ist, vielleicht noch mal einen Blick zurück. Im Dezember 93 gab es hier das legendäre Pokalspiel von Dynamo Dresden gegen Bayer Leverkusen. Sie haben auf dem Platz gestanden. Sehen Sie es mir nach. Ich habe Sie nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, das Wichtigste aus Dresdner Sicht war Ihre, beziehungsweise der Spieler, der für Sie eingewechselt wurde, das war Pavel Hapal, glaube ich. Was haben Sie für Erinnerungen an diesen Abend? Ist das Spiel überhaupt noch präsent? Das ist schön, dass Sie mich darauf ansprechen. Ich habe das noch, wo ich hier auf der Herfahrt war, habe ich gedacht, genau, ich hatte doch mal hier eine Auswechslung, ich glaube, die war auch berechtigt. Also es war nicht so ein gutes Spiel. Ja, aber das war natürlich also die Zeit in Leverkusen oder auch das Spiel hier, auch Dynamo war ja damals, das waren ja auch immer Highlights, da sah das Stadion noch ein bisschen anders aus, aber es war immer ein harter Kampf und haben wir dann, glaube ich, auch verloren, gell? Ja, so. Bayer Leverkusen und Einwechslung im DFB-Pokal, da war ja was. Genau, und die zweite Frage, Sie waren zuletzt in Kiel und beim HSV, ordnen Sie doch mal bitte die Aufgabe jetzt hier in Dresden ein. Liegt das mit Art und Schwere vielleicht irgendwo dazwischen oder kann man das gar nicht einsortieren? Nö, das will ich auch gar nicht vergleichen. Also das ist, alles zu seiner Zeit waren für mich tolle Aufgaben, die habe ich total gern angenommen. Ich bin aber heute sehr, sehr froh, hier zu sein. Ich habe meine Erfahrung gemacht und die haben mich alle weitergebracht. Mal lief es, mal tolle Erfahrungen, mal auch Zeiten, wo es weniger gut lief. Also heute bin ich hier und das ist auch gut so. Und ich habe auch vor, wenn es geht, lang hier zu bleiben.
Die Frage kam auch von Uwe Katte vom MDR Fernsehen. Die nächste kommt von Patrick Franz, Bild Dresden. Jetzt haben ja auch einige Spieler noch einen gültigen Vertrag, also zumindest ein paar für die dritte Liga. Zum Beispiel Kevin Proll, Yannis Nicolaou, die haben noch nicht klar signalisiert, dass sie auch mit in die dritte Liga gehen wollen. Ist da jetzt Überzeugungsarbeit geleistet? Haben Sie da doch irgendwie vielleicht jetzt schon positive Signale gehabt, weil das ja mögliche Stützen wären? Ja, ich habe den einen oder anderen schon angerufen von den Spielern und werde mich ja auch in den nächsten Wochen mit den Spielern treffen. Also das ist mir auch wichtig. Wir haben da ein paar Leute, die nächstes Jahr für uns eine große Rolle spielen, eine wichtige Rolle. Und wir haben schon den Kontakt gehabt und das werde ich auch angehen. Also ich, ohne jetzt genau auf Namen einzugehen, aber ich glaube, eine Achse zu haben, auch vielleicht von dem einen oder anderen, der letztes Jahr dabei war, ist wichtig. Und das wird jetzt ein Schwerpunkt sein. Also wir haben gute Jungs hier. Haben Sie vielleicht den einen oder anderen schon genannt und denen wollen wir auch klar aufzeigen. Und ich meine, man muss, wie soll ich sagen, wenn man dann so einen Abschied am Sonntag erlebt oder wenn man seine Saison erlebt, ja, vielleicht dritte Liga, aber trotzdem ist es ein Verein, da brauchst du normalerweise auch nicht unbedingt, wenn die das Gefühl haben, dass die Leute, die jetzt hier sind, und das ist natürlich dann auch mein Ziel oder mit meiner Aufgabe, unsere Aufgabe, den Leuten zu vermitteln, dass es hier auf jeden Fall in eine Richtung geht, wo man sportlich erfolgreich sein kann. Das kann auch mal einen Rückschlag geben, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Hier bei Dynamo Dresden Erfolg zu haben, ja, was gibt es denn Schöneres als Fußballer? Und ich glaube, da haben wir ganz viele Argumente für uns, um neue Spieler oder vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht noch so ein bisschen anders denkt, zu überzeugen. Zwei Fragen von Jan Günther vom MDR Hörfunk, der zu Hause in seinem Büro sitzt, vom Monitor. Der Kaderplanung liegt ja in der Regel die Idee von einer Spielphilosophie zugrunde. Wie soll diese bei Dynamo in Zukunft aussehen? Wie war diesbezüglich der bisherige Austausch von dir und Markus Kocinski? Ralf. Ja, Spielphilosophie, das ist ja ganz weg von Dynamo, ist ja immer bei allen Vereinen das ganz große Thema. Die Praxis zeigt ganz einfach, dass es jetzt, glaube ich, einfach vernünftig ist, weniger über Philosophien zu reden und weniger über, sondern wir wollen jetzt einfach aus unseren Möglichkeiten den bestmöglichen Kader stellen. Und ich glaube, da bin ich mit Markus auch komfort und er denkt da genauso. Und dann werden wir alles natürlich auch dementsprechend ein bisschen der Qualität anpassen. Also wir haben jetzt nicht eine Idee, die jetzt, sondern es geht einfach darum, Qualität zu bringen und aus der Qualität das Beste zu machen. Das ist für mich vielleicht die Philosophie, die für uns nächstes Jahr das Entscheidende ist. Bei dem Thema bleiben wir mit der nächsten Frage von Jan Günther. Der zweite Teil der Sommertransferperiode dauert vom 15. Juli bis 5. August. Welche Auswirkungen könnte diese lange Dauer auf das Transfergeschehen in dieser Saison haben? Bis wann wollen Sie den Großteil des Kaders für die kommende Saison zusammen haben? Oktober, glaube ich. Das 5. Oktober, ja. Was habe ich gesagt? August. Ja, ist egal. 5. Oktober, das ist klar. Ja, es gibt natürlich dann die Chance, das haben wir ja auch gesagt. Ich glaube auch, wir werden Geduld dieses Jahr haben müssen. Das heißt jetzt nicht, dass wir schauen, dass wir ab heute loslegen, gewisse Ideen umzusetzen, aber gibt dann vielleicht den Vorteil, mal in eine Saison zu gehen, schon mal ein Spiel gespielt haben, Erfahrungen zu sammeln, einfach Eindrücke zu sammeln und dann gegebenenfalls vielleicht auch Spieler, die jetzt noch ganz andere Sachen im Kopf haben, dann zum Ende hin zu bekommen. Also ich glaube, das ist für alle aufgrund der Situation einfach gut ist, dass der jetzt bis 5. Oktober verlängert worden ist. So, wechseln wir wieder in den Raum. Tino Meyer hatte sich zuerst gemeldet von der Sächsischen Zeitung. Ich eile. Herr Becker, Sie haben gesagt, Sie werden sicher am sportlichen Erfolg gemessen, an dem, was in der nächsten Saison passiert. Der eine oder andere in Dresden wird Sie auch vergleichen mit Ihrem Vorgänger, mit Ralf Minge, der hier große Fußstapfen hinterlassen hat. Wie schätzen Sie die Situation ein und wie haben Sie da auch die Diskussion in den letzten Wochen wahrgenommen? War das dann auch Thema in den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat? Also den Vergleich, und das meine ich total, den Vergleich kann man ja nur verlieren und den Vergleich will ich auch gar nicht anstellen. Ich kenne den Ralf Minge und seine Vita und seine Bedeutung für den Verein und da gibt es ja gar nichts zu diskutieren. Das ist ein herausragender Sportler, eine große Persönlichkeit und wird hier immer als jemand gesehen werden, auch von mir. Also da will ich mich gar nicht, also es ist überhaupt gar mein Ansatz, da irgendeinen Vergleich. Das ist, ich bin kontaktiert worden, nachdem es dann klar war, dass es eine neue Situation gibt und ich schätze den Ralf Minge sehr als Person und auch als Fachmann. Ich glaube, er hat
hier, aber auch in seinen anderen Stationen. Ich glaube, das spricht einfach für ihn, dass er erstens mal ein absoluter Fachmann im Fußball ist, aber auch, glaube ich, als Mensch überall hohe Anerkennung hat. Und das ist total, also da gibt es für mich 0,0 Ansatz da irgendwie in irgendwelche Fußstapfen, weil das kann man gar nicht. Also das, was, also müsste ich hier 20 Jahre lang jedes Jahr alles im Grund und Boden müssen wir machen, dann kann man mal, das ist gar nicht mein Ziel, das will ich auch nicht. Das ist ein super, super Sportsmann, hat eine super Zeit, ist ganz wichtig für den Verein. Jetzt sitze ich heute hier und jetzt versuche ich halt hier meinen Job so gut wie möglich zu machen und werde da immer schauen und auch hoffen, dass ein Ralf dann irgendwann auch, dass wir da alle wieder einen guten Austausch haben. Ronny Maywald, MDR1 Radio Sachsen, das Sachsenradio. Alles gut. Hallo Herr Becker, Sie haben gerade ausgeführt, bestmöglichen Kader, bestmögliche Mannschaft, um dann kurz-, mittelfristig vielleicht das Ziel auch wieder zu erreichen, eine Liga nach oben zu klettern. Ist das das aus Ihrer Sicht, was es dafür bedarf ausschließlich, oder sehen Sie vielleicht noch andere Dinge außerhalb sportlichen Bereiches, nennen wir es mal, auf das Gesamtkonstrukt Dynamo bezogen, was zur Performance irgendwo auch dazugehört, um so eine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man wieder höher kommt? Das sind ja genau die Gespräche, die jetzt geführt werden. Also ich sitze natürlich jetzt mit dem Trainer zusammen oder auch mit dem Christian Walter, der von Anfang für mich ein guter, wichtiger Mitarbeiter ist, um die Situation zu analysieren. Also grundsätzlich will ich das jetzt nicht ausschließen, dass vielleicht an irgendeiner Stelle irgendwas neu angepackt wird. Aber da sind wir gerade in dem Prozess der Gespräche. Also heute ist der Tag, wo es losgeht für mich. Heute ist der Tag, wo es um den Kader geht, wo es um die Struktur geht, wo es um den Sport geht, wo es um die Mitarbeiter geht. Alles, was den Fußball zu tun hat, das ist mein Bereich, um den will ich mich jetzt kümmern. Da werde ich mir eine Meinung bilden und werde dann auch meine Vorschläge machen. Aber da jetzt schon irgendwo was zu sagen, das wäre viel zu früh. Patrick Franz, Bild Dresden. Herr Heinisch, da wäre vielleicht die Frage mal an Sie, dass Sie ja jetzt nur besser hier drinstecken, wie die Entwicklung war. Was erwarten Sie denn von Ralf Becker, dass er auch sich die Strukturen um das Umfeld kritisch betrachtet? Denn wir haben lange über die positive Entwicklung in der zweiten Liga gesprochen, aber die ging dann immer weiter steil bergab. Das heißt, es muss ja durchaus auch andere Ansatzpunkte geben, die er sich anschauen muss, um auf Dauer einen besseren Weg einzuschlagen. Ja, also es gibt da viele Punkte. Ein Punkt ist ja zum Beispiel auf der Mitgliederversammlung angesprochen worden, dass man sich grundsätzlich über die strukturelle Veränderung des Vereins Gedanken machen muss. Das ist durch Corona sicher jetzt etwas in den Hintergrund geraten. Ganz klar ist, dass wir uns dieser Aufgabe wieder stellen werden. Und da spielt natürlich dann auch der sportliche Bereich mit Ralf Becker eine ganz entscheidende Rolle, weil eine Neuaufstellung einer gesamten Struktur eines Vereins, eines Sportvereins, da ist der Sport ganz vorn mit dabei, diese Dinge dort mit zu ordnen. Was wir uns ansonsten vorstellen von ihm, ich glaube, das hat er sehr deutlich gesagt. Und die Erwartungshaltung haben wir alle, Fans, Sponsoren, die Runde hier oder jeder, so schnell wie möglich wieder in die zweite Liga. Das muss man ja klar sagen. Dort gehört der Verein hin und das erwarten wir von ihm. Deswegen haben wir ihn geholt und das weiß er auch, dass das die Anforderung ist. Jochen Leimer, Dresdner 1908. Herr Becker, die Kadergröße würde mich mal interessieren, wie Sie sich das ungefähr vorstellen. Momentan ist der Kader mit 30 Mann sehr groß, bedingt durch die Verstärkung in der Winterpause. Das wird sicherlich nicht die Kadergröße sein, die Sie auch in der dritten Liga mitnehmen. Was stellen Sie sich vor? Wir hatten hier auch schon einen Trainer, der hat mit einem ganz kleinen Kader einen Aufstieg geschafft, nicht mal 20 Mann. Das muss es vielleicht nicht sein, aber was ist so ungefähr Ihre Zielgröße? Die Mitte ungefähr. Anschlussfrage, Jochen. Du schaust so, überlegst noch. Ja. Jochen Leimert hat keine Nachfrage. Dann Jens Umbreit, Radio Dresden, mit der nächsten Frage. Herr Becker, wie haben Sie die Auszeit nach dem Hamburger Aus genutzt? Ich habe gelesen, Netzwerke gepflegt, ein bisschen im Ausland gewesen. Und werden Sie hier in Dresden richtig wohnhaft, sesshaft werden oder werden Sie erstmal Hotelwohner werden? Also ich werde jetzt erstmal die ersten Wochen im Hotel wohnen. Das haben wir auch besprochen, weil jetzt ist so viel zu organisieren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv und auch keine Lust mehr, eine Wohnung zu suchen, sondern es wird jetzt mal ein paar Wochen Hotel sein und natürlich werde ich mir eine Wohnung suchen. Was Schönes. Also ich habe mich jetzt so gar nicht ehrlicherweise mit irgendwas beschäftigt, jetzt ins Hotel rein und es wird jetzt auch erstmal so bleiben. Und wenn dann alles so aufgestellt ist, dass
wir zufrieden sein können, dass ich zufrieden bin, dann kann man sich mal um die Wohnung kümmern. So, da kommt wieder eine Frage von außerhalb. Jens Maßlich, Deutsche Presseagentur. Sie sollen auch Angebote von anderen Vereinen gehabt haben. Was hat letztlich den Ausschlag für Dresden gegeben, Ralf? Ich habe das ja vorher schon gesagt, es waren von Anfang an einfach gute Gespräche, die im Thema gut waren, die ja vom Gefühl, es ist ja auch immer wichtig, wenn man sich dann zusammensetzt und unterhält sich, dann kriegt man so ein Gefühl füreinander von den Menschen. Und es war von Anfang an positiv und als dann auch der Verein, das hat aber jetzt nichts mehr, für mich war klar, wenn wir da irgendwie zusammenkommen, wenn dann der Weg stimmt, wenn wir das hinbekommen, dann möchte ich das hier machen. Kultur bei Dynamo Dresden. So, Patrick Franz, Bild Dresden. Ja, um noch einmal kurz auf die Entscheidung einzugehen. Einerseits Ralf Minge und einerseits die dritte Liga. Warum hat sie beides nicht davon abgehalten, diese Aufgabe hier anzugehen? Weil man hätte ja sagen können, die Fallhöhe ist wegen beidem hoher Erwartungen eigentlich doch relativ hoch. Ja, aber so denke ich nicht. Also das mag alles so sein, aber das ist jetzt nicht mein Ansatz. Also ich habe jetzt hier die Möglichkeit, beim großen, fantastischen Verein zu arbeiten, hier was zu bewegen, aktiv mitzugestalten in einer Rolle, wo man auch großen Einfluss auf Entscheidungen hat. Und für mich ist das eine Riesenchance und ich freue mich einfach drauf und will das gar nicht. Also ich bin auch lang genug dabei und weiß, wie Fußball, aber das ist nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist einfach, wir haben ja eine gute Situation, wir sind ein gesunder Verein, wir haben eine Ist-Situation, die müssen wir akzeptieren und wir wissen, wo wir hinwollen. Und das gehen wir jetzt einfach gemeinsam an. Und das hat so alles überwogen, dass ich diese Fragen, also die stelle ich mir, die kommen bei mir nicht vor. Dafür ist der Verein einfach zu groß und zu spannend. Ronny Maywald, MDR1 Radio Sachsen. Herr Becker, Sie hatten vorhin unter anderem ausgeführt, Typen braucht die Mannschaft auf jeden Fall auch, ganz klar. So heißt es ja immer salopp im Fußball. Was wiederum bekommt die Mannschaft, die hier zusammengestellt wird, für einen Typen, lieb gemeint, mit Ralf Becker dann als Sportdirektor? Also wie würden Sie sich charakterisieren? Ja, immer selber so ein bisschen schwer, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich versuche einfach authentisch zu sein, dass ich einfach so rüberkommen möchte, wie ich auch bin, dass ich eigentlich auch von der Art mit den Leuten, mit der Unterhaltung, egal mit wem, immer eine angenehme Atmosphäre möchte, aber dass ich in der Sache und wenn es um Entscheidungen geht, schon eigentlich immer konsequent war und auch bin. Also da müssen wir halt einfach diesen Weg, da bin ich ja auch immer ganz gut mitgefahren. Also man muss jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie vielleicht einen tollen Titel habe, muss man jetzt nicht irgendwie das im Verhalten merken, gar nicht. Aber wenn es halt um Entscheidungen geht, wenn es um Sachen geht, dann muss es halt funktionieren. Aber grundsätzlich soll das immer authentisch runterkommen. Versuche ich auf jeden Fall. Ich würde noch mal ganz kurz einen Kollegen reinholen, der zu Hause sitzt. Und das ist Uwe Storberg nochmal vom Sachs, das Stadtmagazin. Und zwar geht die Frage an dich, Ralf. Konnten Sie auch schon mit Marco Hartmann sprechen, der ja gern in Dresden bleiben würde? Ja, wir haben schon telefoniert. Ich habe ihn schon angerufen vor ein paar Tagen. Ich glaube, er macht jetzt Urlaub, glaube ich, mit der Familie. Aber wir haben schon gesprochen und werden uns auch zusammensetzen. Das haben wir vereinbart. Ronny Maywald, MDR Hörfunk. Herr Heinig, vielleicht an Sie oder an Herrn Ziegenbalg nochmal eine Frage zum Strukturellen. Können Sie das vielleicht noch ein Stück weit konkretisieren, was Sie vorhin angedeutet haben? Wo wollen Sie konkret mit Dynamo Dresden, was die Struktur betrifft, in welchem Zeitraum vielleicht hin? Stichwort Geschäftsfelder und ist eventuell auch Herr Becker schon, so wie er jetzt verpflichtet wurde, Teil dann dieser neuen strukturellen Denke? Ja, man muss ja ganz klar sagen, dieser Verein hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Er ist größer geworden, umsatzstärker, mitgliederstärker. Und wenn man sich das anschaut, hat sich die Struktur nicht mit verändert. Zum anderen hat sich auch das ganze Umfeld verändert. Fußball ist schnelllebig, hat Ralf Becker gesagt. Und wir müssen einfach jetzt auf die neuen Bedingungen dem Verein auch anpassen. Digitalisierung ist ein entscheidendes Thema. Das sind alles Sachen, die jetzt auf den Verein zukommen, wo wir dabei sein müssen. Und mit diesen alten Strukturen, wie sie halt seit 10, 15 Jahren existieren, ist das nicht bewältigbar. Ist man nicht wettbewerbsfähig und deswegen gibt es da schon längere Zeit grundlegende Diskussionen. Wir haben uns auch Hilfe geholt, externe Beratung dazu, die uns da unterstützt.
Und vom Zeitraum her, sage ich mal, werden wir versuchen, diese Dinge im nächsten halben Jahr jetzt anzugehen, dann auch umzusetzen. Und natürlich, ich sage es mal, ist der Sportgeschäftsführer Teil des Ganzen. Mit Ralf Becker haben wir uns darüber noch nicht verständigt. Ich glaube, im Moment hat er ganz andere Dinge heute den ersten Tag da und muss jetzt wirklich erst mal sehen, dass er da eine Mannschaft hinkriegt. Aber ganz klar ist, wir werden ihn in diesen Prozess einbeziehen, werden ihn erstmal informieren, wie der Stand ist, was unsere Gedanken, Ideen sind. Und er wird dann da seinen Beitrag mit leisten und seine Gedanken mit einspielen lassen, ganz klar. Gut, Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Herr Becker, wie wird der Prozess der Kaderzusammenstellung laufen? Wird Markus Kautzinski Ihnen seine Wünsche sagen und Sie gucken, was umsetzbar ist? Oder haben Sie auch schon klare Personalien im Kopf? Sie haben ja sicherlich ein gutes Netzwerk auch, was Sie mitbringen, wo Sie sagen, die zwei, die habe ich eigentlich schon in der Tasche, die muss ich jetzt in Markus Kautzinski irgendwo noch einreden, überreden. Wie wird das ablaufen in den nächsten Tagen? Na, ich habe ja schon gesagt, dass ich mit dem Christian Walder schon ein paar Tage im Austausch bin. Christian ist sehr fleißig, hat schon sehr viel vorgearbeitet. Wir haben viele Ideen, die er schon so mit reinbringt. Markus hat gestern, wo wir uns getroffen haben, auch Vorschläge. Ich habe sehr viel zusammengebracht. Und am Ende wird es immer so sein, es wird kein Spieler verpflichtet, den der Trainer nicht haben wird. Will. Das ist ausgeschlossen, einen Spieler zu holen, den der Trainer nicht haben will, aber es wird auch kein Spieler verpflichtet, den die sportliche Führung nicht haben möchte. Am Ende geht es dann immer um Diskussion. Da geht es auch nicht darum, wer irgendwo jemand vorgeschlagen hat oder wer dann irgendwo, sondern wir werden das alles und da sind wir gerade dabei. Und Sie haben das ja schon erwähnt, ich glaube, da haben wir verschiedenste Leute, die einfach ein gutes Netzwerk haben, viele Ideen haben, viele Kontakte haben und da geht es darum, das alles zusammen zu bündeln und das machen wir jetzt und die Gespräche zu führen und Entscheidungen zu treffen, hinter denen wir alle stehen. Das ist wichtig, weil die Verantwortung, die müssen wir, die tragen wir dann gemeinsam und nur so, glaube ich auch, kann es erfolgreich sein, dass ein Trainer und dann der Geschäftsführer Sport in dem Fall halt dann solche Transfers mehr oder weniger gemeinsam entscheiden. Patrick Farms, Bild Dresden. Sie können natürlich noch nicht so viele Namen kommentieren, aber Patrick Schmidt, der ja in der Rückrunde ja sehr erfolgreich war, auch von seiner Art her, wie er die Leute mitgerissen hat. Sehen Sie Chancen, ihn zu halten zu können, weil er ja sicherlich in der zweiten Liga, unabhängig auch noch, was in Heidenheim passiert, ja sowieso noch Begehrlichkeiten weiter oben weckt? Das wird die Herausforderung sein. Also da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Falls es dann die dritte Liga ist, ist es natürlich kein Vorteil. Also auch gewisse Spieler zu bekommen, aber wir werden versuchen, alles mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Patrick hat es hier in der Rückrunde sehr gut gemacht. Markus Meyer, brauchen wir ja nicht erwähnen, war sehr zufrieden und grundsätzlich ist das eine Sache, die natürlich total spannend ist, aber da gehören natürlich auch mal verschiedene Seiten dazu. Dann hast du noch einen Spieler, dann hast du auch noch einen Verein. Also im Prinzip ist auch eins wichtig, das haben wir auch gesagt, wir wollen nur Leute hier nächstes Jahr haben, die total Bock drauf haben, die das annehmen. Und wenn man da eine Lösung finden würden, wäre das sicherlich eine gute Geschichte. Jochen Leimert, DNN. Ja, wir haben viel über die Profis geredet, aber der Sportdirektor muss sich ja auch um Nachwuchs kümmern. Da gibt es ja auch einige Veränderungen. Matthias Müller wird die A-Jugend wohl nicht weiter betreuen. Inwieweit sind da Veränderungen abzusehen? Inwieweit konnten Sie sich in dieses Thema schon bei der Fülle dessen, was jetzt auf Sie einstürmt, einarbeiten? Na, ich habe ja vorher gesagt, ich war heute Morgen beim Nachwuchs, habe mich da bei den Mitarbeitern vorgestellt. Wir haben uns da schon mal eine halbe Stunde unterhalten. Mal das, also war mir einfach wichtig, dass man sich kennenlernt, dass man mal kurz ein Gefühl füreinander hat. Natürlich habe ich dann auch gleich gesagt, also auf die Frage zu kommen, auch da kann ich jetzt keine Detailantworten geben und es wird auch so sein, dass jetzt am Anfang alles mal dem aktuellen Thema untergeordnet ist. Das ist die Planung unserer ersten Mannschaft. Wir werden ja jetzt in Zukunft da relativ eng zusammensitzen, auf jeden Fall der Leistungsbereich und ich. Das heißt, du wirst da immer einen guten Austausch haben. Ich glaube, das habe ich auch gezeigt in meinen anderen Stationen, dass die Jugend bei mir immer ein wichtiger Faktor ist, dass wir da immer, wenn es irgendwo geht, Leute fördern wollen und begleiten wollen. Und das wird auch hier stattfinden, aber im Detail kann ich da leider jetzt noch nichts zu sagen, weil das werden die nächsten Wochen bringen. Jochen Lemmert,
Sie haben Christian Wandler schon angesprochen, seine Vorarbeit, die er geleistet hat. Sie waren selber lange Chefscout bei einem großen Verein in Stuttgart, haben ein großes Netzwerk. Gibt es da vielleicht Überlegungen, das Scouting-System etwas umzustellen, auszubauen? Ich gehe davon aus, nach Ihren Ausführungen, dass Sie auf jeden Fall mit Walter weitermachen. Kommt da noch jemand dazu? Gibt es da irgendwelche Ansätze? Auch wieder die gleiche Antwort. Das sind alle Sachen. Wir haben ganz viele Themen, die wir jetzt erstmal, wo ich mich erstmal einarbeiten muss, wo wir uns erstmal besprechen müssen. Ich will gar nichts ausschließen, aber ich will auch nicht sagen, da muss jetzt unbedingt was passieren. Mein erster Eindruck ist ganz einfach, und es ist mir auch wichtig, das hier zu sagen, dass der erste Kontakt und der erste Austausch sehr, sehr gut ist. Das ist ja ein wahnsinnig fleißig ist und dass er diesen Verein emotional total lebt und alles dafür tut, dass wir in Zukunft erfolgreich sind. Und da freue ich mich, so einen Mitarbeiter jetzt an der Seite zu haben. Und alles andere, das müssen wir mal sehen. Patrick Franz, Bild Dresden. Sie gelten als hervorragender Nachwuchs-Scout, auch junge Talente zu entdecken. In der Vergangenheit war es in Dresden so, dass nicht alle jungen Spieler immer so mit dieser 30.000-Mann-Atmosphäre 100-prozentige Leistung abgerufen haben. Inwiefern ist es auch für Sie ein Aspekt, dann bei Talenten herauszufinden, ob die Nervenstärke haben, an so einem Standort wie Dresden alle zwei Wochen da volle Leistung zu bringen und diesen Druck auszuhalten? Ja, da ist halt das Ziel, einmal auch eine Mannschaft zusammenzustellen. Das ist ja klar, wenn so ein junger Spieler das erste Mal, jetzt nehmen wir mal so eine Abstiegssaison, dann kommt ein junger Spieler rein, du musst das Spiel gewinnen, um die Klasse von mir aus noch zu halten. Ja, das ist natürlich Druck pur. Und dann ist es natürlich wichtig, dass so ein Spieler, und das ist natürlich dann auch das Ziel, eine Struktur in der Mannschaft hat. Also er braucht natürlich auch Leute, die ihn dann auch mal auffangen oder die ihn dann auch mal irgendwo halten, wenn es mal Situationen gibt. Also ich glaube, wir brauchen einfach Leute auf dem Platz, die, wenn junge Spieler spielen, die dann auch, sag mal, die Qualität haben, da auch mal eine Verantwortung für so einen jungen Spieler mit zu übernehmen. Also wenn alle nur an sich denken, dann ist es für so einen jungen Spieler schwierig. Also es ist immer wichtig, und das zeigen ja auch, sag mal, Vereine oder auch Strukturen, wo junge Spieler sich gut entwickeln, sind es meistens immer irgendwo gewachsene Strukturen mit Führungsspielern, die Jungen dann so richtig begleiten, dass auch eine klare Hierarchie erkennbar ist, dass man auch einfach da ein gutes Gefühl hat. Weil so einen Jungen in eine Situation reinzuschmeißen, wo im Prinzip alle schwimmen und keiner ihn so ein bisschen dann vielleicht auch abfängt, das ist immer schwierig. Gibt es weitere Fragen an die Herrschaften hier vorne auf dem Podium? Jawohl, Patrick Franz, Bild Dresden. Ja, nochmal eine ganz andere Frage. Wir haben ja schon gehört, Sie verbringen die ersten Wochen jetzt im Hotel, sehr arbeitsreich. Bringen Sie denn jemanden mit nach Dresden oder kommen Sie alleine? Wird auch Ihre Familie nach Dresden ziehen? Nee, ich komme alleine. Also wir haben nachdem es dann in Hamburg nicht weiterging, haben wir erstmal nur in Hamburg gelebt, weil mein Sohn dann die Schule beendet hat haben dann im März, April den Umzug wieder in die Heimat, in unsere Heimat, wo wir herkommen, Stuttgart geplant, und da geht die Familie jetzt auch in ein paar Wochen hin. Bis mein Junior, der ist jetzt 16, der wird dann auch irgendwann mal groß und braucht seine Mama nicht mehr daheim, und so lange bin ich alleine hier. Drei, ja. So, gibt es noch Fragen? Heute versuchen wir, alle Fragen in der Pressekonferenz zu beantworten, und keine abgesetzten O-Töne. In den nächsten Tagen ist dann sicher Zeit für ausführliche Interviews. Patrick Franz, Bild Dresden, hat noch eine Frage mitgebracht. Ja, eine habe ich noch. Sie haben mal gesagt in einem Interview, dass Sie es nicht mögen, die Verantwortung nach unten weiterzuschieben. Was bedeutet das ein bisschen für Ihren Führungsstil? Weil Sie ja schon auch nicht auf einen kleinen Stab, sage ich mal, verfügen, gerade für die dritte Liga, angesehene Liga. Zugehörigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber grundsätzlich, was heißt Verantwortung? Misserfolg dann weiter nach unten schieben, oder was war das Thema? Moment, mit Mikrofon, sonst hört dich niemand da draußen. Das Thema war praktisch den Druck oder Verantwortung weiter nach unten zu schieben, sondern diesen offenen Diskurs mit den Mitarbeitern zu suchen. Das war das Thema dieses Interviews. Ob Sie Ihren Führungsstil anhand dieser Aussagen nochmal erklären können, wie Sie praktisch auch dieses Umfeld, also das Vereinsumfeld, jetzt ansprechen. Wie muss man sich diese Gespräche praktisch vorstellen, die Sie jetzt führen? Ja, ich habe das ja vorher schon versucht. Also das Beste ist immer, man setzt, geht dann rein, und so ist es mein Ansatz, dass ich immer versuche, das relativ klar und offen zu kommunizieren. Es ist ganz wichtig, ob das die Geschäftsstelle von Dynamo ist, ob das die Jugendabteilung ist, ob das die erste Mannschaft ist, ob das ich bin, ob das der Aufsichtsrat ist. Wir werden das alle nur
gemeinsam hinbekommen. Wenn wir das nicht schaffen, da eine Einheit zu sein, die dann in eine Richtung geht, dann werden wir unsere Ziele mit viel größerer Wahrscheinlichkeit dann einfach nicht erreichen. Also wir sollten einfach schauen, dass wir alle das große Ganze sehen und auch wissen, dass wir nur funktionieren können, wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Und wenn nicht die Jugend auf die Profis schimpft und der Aufsichtsrat auf den Geschäftsführer oder was weiß ich was, sondern wir müssen hier eine Einheit bilden. Und da kann man auch mal diskutieren, da muss man auch mal kritisch diskutieren. Und es wird auch Phasen geben, da wird es keine Ergebnisse geben, da sitzt man auch da, dann kann es auch mal, ist alles gut. Aber wir müssen immer gemeinsam an diesem großen Ziel arbeiten. Und das ist, glaube ich, so grundsätzlich ganz wichtig, dass du dieses große Ganze nur gemeinsam nicht hinbekommst. So, ich schaue nochmal in die Runde. Gibt es von den Kollegen noch eine Frage? Jawohl, von Jochen Leimert. DNN. Das ist jetzt die letzte von mir, aber vielleicht noch ganz wichtig. Zwei Geschäftsführer hat Dynamo Dresden. Wie gut haben Sie Michael Bern in der Vergangenheit schon kennengelernt? Wie ticken Sie da? Liegen Sie auf einer Wellenlänge? Das ist ja ganz wichtig, dass die beiden Denker und Lenker auch miteinander können. Ja, ich habe es ja gesagt, ich bin ja gestern mit der Bahn hier angekommen, hat Michael mich abgeholt, haben wir dann einen Kaffee getrunken, saßen 2 Stunden zusammen, also wir kennen uns, aber es ist übertrieben, dass wir da jetzt in der Vergangenheit einen großen Austausch miteinander hatten. Also ich freue mich auf die Zusammenarbeit, das war gestern ein netter Austausch und auch da ist es so, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, kriegen wir das alle nur hin, wenn wir alle gemeinsam, wir auf unserer obersten Ebene müssen das dann vorleben und da habe ich grundsätzlich ein sehr gutes Gefühl, dass das funktioniert. Danke. Viel Glück, hat Jochen Leimert gesagt. Gibt es noch Fragen in der Runde an die Protagonisten davon? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich das Wort nochmal an Jens Heinig, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Der möchte ganz zum Abschluss noch 2 Sätze sagen. Also ich habe am Anfang diesbezüglich nichts gesagt, weil ich erwartet hätte, dass schon noch die eine oder andere Frage kommt. Aber ich möchte jetzt, da keine diesbezüglich gekommen ist, nochmal ganz deutlich sagen. Ralf Minge hatte seinen letzten Arbeitstag gestern. Was er in den ganzen vergangenen Jahren hier geleistet hat, was die Entwicklung des Vereins betrifft, das ist so fantastisch und wir müssen ganz klar sagen, dass er einen riesengroßen Anteil an vielen, vielen ganz wichtigen Dingen hat, wo der Verein jetzt steht. Und wenn man da nochmal ein paar Jahre zurückschaut, wo wir gestanden haben. Das Trainingszentrum, das ist sein Baby. Er hat da damals mit die Grundstücke gesucht. Er hat die Diskussion. Ich glaube, ohne Ralf Minge hätten wir so ein fantastisches Trainingszentrum jetzt heute nicht. Und das kann man genauso noch auf viele, viele andere Dinge beziehen. Ich denke auch wirtschaftlich gesehen, wir sind, wurde ja gesagt, gut aufgestellt, nicht sehr gut oder irgendwas, aber sind gut aufgestellt. Wenn man da mal zurückschaut, wo wir hergekommen sind, mit den Köln-Schulden von 9 Millionen, die wir damals noch hatten, auch dabei hat Ralf einen riesengroßen Anteil, vor allem mit Transferlösen und Ähnlichem. Und ich denke, wenn Ralf Becker sich das anschaut, es sind auch viele andere Dinge, ob das medizinische Konzept und alles die Dinge, da ist wahnsinnig viel Arbeit geleistet worden mit wahnsinnig viel Engagement. Ralf hat den Verein gelebt, Ralf ist der Verein. Und ich kann nur den Wunsch hier nochmal sagen, es wäre fantastisch, wenn wir Ralf in welcher Form auch immer, in welcher Position auch immer, irgendwann wieder hier in dem Verein hätten. So wie dazu. Schönes Schlusswort. Ralf Becker, herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Viel Erfolg für die Sommerpause. Viel Schaffenskraft bei der Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison. Vielen Dank an Michael Ziegenberg, an Jens Heinig. Vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Schöne Sommerpause. Passen Sie gut auf sich auf. Tschüss.